Was macht der Frühling? Das ist die Frage, die sich viele Hessen stellen. Heute war es ja mal recht freundlich, aber dann hat es in der Nordhälfte doch ein paar Schauer gegeben. In der Zwischenzeit sind es gar nicht mehr so viele. Die Kollegen an der Kamera und am Licht fragen sich, was macht die eine Wolke, die momentan so ein bisschen über mir hängt? Und in wenigen Sekunden, glaube ich, kommt die Sonne von der Seite raus und dann müssen die mit dem Licht so ein bisschen nachgeben. Schauen Sie, jetzt kommt, ich weiß nicht, ob Sie es auch merken, jetzt kommt die Sonne hervor. Gute Aussichten sind das, oder? Freundliches Bild, das ich Ihnen anbieten kann. Und freundlich ist auch das, was wir heute in Pröngesheim in der Natur eingefangen haben. Das sieht doch ganz schön aus. Das ist jetzt wieder das Live-Bild. Da sehen Sie, wir haben noch einiges an Gewölk. Und wenn so eine Wolke vor der Sonne ist, dann muss man natürlich rein technisch gesehen ein bisschen anders mit dem Licht arbeiten, als wenn jetzt von der einen Seite gebrezelt wird, dann hat man so ein Yin-Yang-Gesicht, dass die andere Hälfte auch noch hell ist, mit dem Scheinwerfer nachgeholfen. Ja, nachhelfen würden wir ganz gerne in Sachen Temperaturen, denn man darf ja durchaus schon etwas frösteln in diesen Tagen. Es ist verflixt frisch geworden. Wir reden über Frost, wir reden über Schnee, wir reden über Kälte. Und Kälte, so manche Pflanzen mögen das, glaube ich, nicht im Frühjahr. Wie sieht's aus mit der Königin der Blumen, mit der Rose? Verträgt die jetzt die Kälte, die da auf uns wartet? Simone Kienast wollte es genauer wissen. Die Freilandrosen in Bad Nauheim-Steinfurt sind der ganze Stolz des Familienbetriebs Haschke. Seit über 100 Jahren züchten und veredeln sie die stacheligen Sträucher. Im März beginnt für die Rosenexperten die Hauptsaison. Das Frühjahr war bisher zu trocken, doch der Regen der letzten Tage hat die Rosenstöcke vor Trockenschäden bewahrt. Den Rosen geht sehr gut im Moment. Die sind letzte Woche gedüngt worden. Und jetzt am Wochenende der Regen war sehr gut. Der Dünger ist direkt eingeregnet worden in den Boden. Und das tut den Pflanzen jetzt sehr gut. Sie sind sehr gut mit Nährstoffen versorgt und können jetzt super wachsen. Haben die Sträucher irgendwo Schädlinge oder Pilze am Blattwerk oder wachsen irgendwo Triebe heraus, die keine Knospen entwickeln? Dem Expertenblick entgeht nichts. Zum Beispiel dieser Trieb, das ist ein Blindtrieb. Der hat oben entwickelt er keine Knospe. Der hat oben nur das letzte Stück ist ein Blatt. Somit ist es ein Blindtrieb und da wächst keine Knospe raus. Mhm. Dieser muss so abgeschnitten werden. Über 60.000 Sträucher werden genauestens unter die Lupe genommen. Das ist viel Arbeit, Handarbeit und Augenmaß. Man muss schon genau hinsehen, damit das Richtige stehen bleibt. Das sieht man an der Blattfolge hier oben. Wenn man sogar die Blätter ein kleines bisschen aufmacht, sieht man hier schon, dort entwickelt sich schon die ganz kleine Knospe. Das wird mal eine Knospe. Das wird mal eine Rosenblüte, genau. Rosen zählen zu den Nachtschattengewächsen. Wie der Name schon sagt, wachsen Rosen vor allem in der Nacht. Und gerade das macht die Rose so empfindlich. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Entwicklungsphase der Pflanze begonnen hat, bangt der Steinfurter um seine Zucht. Wir haben sehr große Angst jetzt vor Nachtfrösten. Es soll auch diese Nacht und nächste Nacht sehr kalt werden. Stellenweise bis in die Minusgrade rein und die Bodenfröste würden einen riesigen Schaden anrichten. Die Pflanzen gegen Frost schützen kann Patrick Haschke nicht. Da hilft nur Gottvertrauen. Wenn es mit dem Wetter klappt, blühen Anfang Juni die ersten Sorten. Es gibt frühe und späte Sorten, ganz klar. Die, in der Regel kann man sagen, gelbe oder helle Farbtöne wie weiß, pastellfarbene sind früher blühende Sorten. Und rot-rosa-Töne, die dunkleren Farben, blühen etwas später in der Saison. Noch stehen am Feldesrand Gänseblümchen und Löwenzahn in Blüte. Wenn alles gut geht, ernten die Haschkes in etwa 4 bis 5 Wochen ihre ersten Freilandrosen. Ja, wenn alles gut geht. Eben kam in dem Bericht schon die Aussage, die können ihre Pflanzen ja nicht wegräumen. Sie allerdings schon. Also wenn Sie vielleicht schon was auf Balkon und Terrasse gestellt haben, was frostempfindlich ist, bringen Sie es in Sicherheit. In der vor uns liegenden Nacht wird es definitiv frostig werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Zumindest abdecken sollte man es. Denn das Wetter hat sich ja schon spürbar geändert. Wenn wir überlegen, gestern Kufstein noch 24 Grad plus, heute 8.
Temperatursturz in Verbindung mit Unwettern. Und wenn Sie sich diese Bilder anschauen, dann muss man sagen, zum Glück sind wir in der Mitte Deutschlands gewesen und nicht im Süden. Von Baden-Württemberg über Bayern bis nach Sachsen hinüber haben sich teilweise heftige Gewitter entwickelt. Das ist eine Aufnahme von Neu-Ulm. Zuerst kam die dicke Wolke, dann kam der Hagel. Heftige Regenfälle, Sturmschäden, Überschwemmungen. Also da ging es richtig zur Sache mit einer ganzen Menge Schäden. Wirklich in mehreren Bundesländern gab es eben Schäden und natürlich auch die dazugehörigen Einsätze, auch Keller, die ausgepumpt werden mussten. Also alles wenig erfreulich. Und wenn wir uns das mal anschauen, diese Entwicklung, das Bemerkenswerte ist ja, das sieht ein bisschen aus wie im Hochsommer. Also zum Beispiel hier haben wir die Blitzentwicklung. Also dort, wo sich Gewitter im Laufe des Tages entwickelt haben, los ging es im Erzgebirge und dann aber auch im Süden vom Schwarzwald ausgehend in Richtung Bayern. Und insgesamt waren das mehr als 80.000 Blitze, die sich da gestern im Laufe des Tages entwickelt haben. Eine echte Hochsommerwetterlage und auch ereignisreich wie im Hochsommer intensiv. Blitz das eine, Wassermengen sind das andere. In Memmingen fast 50 Liter, in Wolfach über 50, und zwar weit über 50 Liter pro Quadratmeter, aber auch Oberstaufen fast 60 Liter. Dagegen bei uns in Hessen, Wolfhagen, gerade mal 15. Das war so das, was in Frankfurt vielleicht bisher den ganzen Monat gefallen ist. Dann können Sie in etwa abschätzen, wie groß die Wassermassen da in diesen Unwettern waren. Und wenn es flüssiges Wasser ist, ist es eine. In Sachsen hat der ein oder andere sich heute doch die Augen gerieben. In den höheren Regionen lag wirklich ganz ordentlich Schnee, teilweise bis 5 cm. Da hat es auch heute den Tag über noch geschneit. Und das hier winterliche Eindrücke in Chemnitz, die Dächer sind weiß, das ist ein Bild von Ende April, nicht von Januar oder Februar. Jetzt wechseln wir die Region. Das, was die Nachrichten leider derzeit beherrscht, tausende Tote in Nepal nach diesem verheerenden Erdbeben. Nepal etwa so groß wie Österreich und die Schweiz zusammengenommen und unterschiedlichste Klimazonen. Wir haben ein Tiefland angrenzend zu Indien, teilweise nur 70 Meter über dem Meeresspiegel, die Sommer heiß, feucht, die Winter mild und trocken. Und dann gibt es eben den Monsun von Juni bis September. Dann die Region um Kathmandu liegt schon etwas höher. Warme Sommer, kühle Winter und dann geht es natürlich hoch ins Hochgebirge, über 8000 Meter hoch. Da ist das sehr alpin. Und das ist sehr verworren, dieses Land mit unterschiedlichsten Klimazonen auf kleinem Raum. Wettervorhersagen sind da kaum möglich, denn man geht nur ein paar Kilometer weiter und hat schon gleich wieder mehrere tausend Meter Höhenunterschied und dementsprechend auch die Witterungsbedingungen völlig andere. Was man aber weiß, es hat bereits heftigst geregnet in manchen Regionen und das hier farblich markiert in Nepal die Regionen, wo auch in den nächsten Tagen eben noch Regen herunterkommen kann. Es ist noch lange nicht der Monsun, der kommt erst in ein paar Wochen, aber es wird in manchen Regionen sicherlich weiter feucht sein. Und das macht natürlich die Aufräumen, die Hilfsarbeiten, die Unterstützungen umso schwerer. Wenn Sie das Ganze unterstützen möchten, die ARD hilft ja eben auch, die Aktion Deutschland hilft. Dort können Sie spenden unter dem Stichwort ARD Erdbeben Nepal. Die Informationen gibt es sicherlich bei jeder Bank oder wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, da gibt es dann auch die entsprechenden Kontonummern. Wir wechseln das Thema und kommen zu einem europäischen Projekt, das erneuerbare Energien noch mal in den Wetterbericht bringen möchte. Frau Philipp, herzlich willkommen. Energizer heißt das Ganze. Was ist es? Wir wollen die erneuerbaren Energien in die Wohnzimmer bringen, also so wie jetzt, zu den Fernsehzuschauern und mit eben einem Thema, was alle interessiert, mit dem Wetter. Das heißt, wir sprechen nicht über Regen und Schnee zum Glück, aber über Sonne und Wind, sprich über Windkraft, Photovoltaik und Solarthermie. Und die Idee hinter diesem EU-geförderten Projekt ist eben, das so zu kommunizieren, dass es eben nicht nur für den Experten verständlich ist, welches Potenzial eigentlich in erneuerbaren Energien steckt, sondern auch jeder zu Hause begreifen kann, wie betrifft es mich, wie viel von meinem Warmwasserbedarf oder Strombedarf kann denn eigentlich gedeckt werden jetzt so an einem schönen Tag, an einem stürmischen Tag. Das kann man im Fernsehen sich angucken, aber auch im Internet. Wir gehen mal auf Ihre Seite, die heißt www.energie-wetter.de. Und da schauen wir doch jetzt gerade mal live drauf. Das heißt, jeder, der da jetzt auch mitklicken möchte, der landet zum Beispiel auf dieser Seite. Wenn man drunter scrollt, ist man eben auf dieser Karte. Da kann man die verschiedenen Energieformen, also Solarthermie oder Windkraft, anschauen. Wenn wir uns die Photovoltaik mal anklicken, dann gehen wir mal auf Hessen, klicken mal auf Frankfurt
Und jetzt passiert was? Jetzt können Sie mir sagen, was man da sieht? Genau, das ist, sind die Werte der letzten 7 Tage. Sie sehen, dieser kleine Stromstecker bläht sich auf bis auf 126%. Das ist erstmal die Frage, fragen Sie wahrscheinlich. Was bedeutet Prozent. Das? Ja, genau. Das heißt, wir haben eine Modellierung entwickelt in diesem Projekt, die im Prinzip auf der Grundlage von satellitengestützten meteorologischen Daten jeweils die Produktion an Photovoltaik in eben verschiedenen Städten von Deutschland ermittelt. Das ist dann eben eine Modellierung, habe ich gesagt. Wir haben versucht, irgendwie so durchschnittliche Anlagen zu benutzen. Also 3 Kilowatt Peak sind es dann. Und im letzten Schritt das aber auch nochmal abzugleichen eben mit dem Verbrauch, den ein Haushalt hat an Strom. Also 126% bedeutet, wenn ein durchschnittlicher Haushalt, 2 Erwachsene, 2 Kinder, eine durchschnittliche Solaranlage auf dem Dach hat in Frankfurt und die wäre die letzte Woche gelaufen, hätte er 126% von was? Also mehr als täglichen Strombedarfs. Okay. Also da gehen wir aus von 10,41 Kilowattstunden pro Tag decken können. Das heißt, nicht nur eben das eigene, sondern eben dann dazu also noch die Waschmaschine vom Nachbarn. Mit einer normalen Solaranlage hätte der mehr produziert, als er selber verbraucht hätte. Hätte also noch was einspeisen können und noch was zum Beispiel dazu bekommen. War ja nun auch sehr sonnig. Ja, also jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt war das der Rückblick, eine Woche. Wir können aber auch mal für heute gucken. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Quasi, wenn man heute früh drauf geklickt hätte, dann wäre für den heutigen Tag rausgekommen. Also das ist jetzt die Übersicht. Ja. Alle 3 Energieformen. Das wäre im Prinzip auch das, wie man es eben im Fernsehen sehen könnte. Und da haben wir jetzt für heute eben 113% Deckung des Strombedarfs durch Photovoltaik. Jawohl. Bei Solarthermie steht da 100%. Das ist fast immer. Das liegt aber daran, dass wir da ja Speicher haben tatsächlich. Ja. Okay. Das heißt, und da ist noch die Dusche von morgen bis drin. Hessenweit gesehen könnten fast 1,5 Millionen Haushalte mit der Energie der Windkraftanlagen? Genau, das sind die Windkraft. Also da, ich hatte ja vorher gesagt, wir arbeiten mit einer Modellierung für Photovoltaik und Solarthermie. Für Wind ist es tatsächlich so, dass wir die Produktionszahlen benutzen, die wir eben von den Netzbetreibern auch bekommen. Das heißt, in dem Fall heißt es, die Windkraftanlagen, die in das Netz von Amprion anspeisen, können erzeugen ausreichend Strom für knapp 1,5 Millionen Haushalte. Also heute, fast so viel wie heute, Schleswig-Holstein. Heute ein Tag, wo der Wind wehte und die Sonne kam, da gab es also eine Menge erneuerbare Energien, nehmen wir mit. Vielen Dank für diese Informationen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was denn da vielleicht ansonsten im Angebot wäre in Sachen Wetter in den nächsten 24 Stunden. Nachtwerte im ziemlich frostigen Bereich bis minus 4 Grad. Die Luftwerte bedeutet, fast überall ist Bodenfrost drin. Achtung, wenn Sie Pflanzen haben, bringen Sie die in Sicherheit, wenn die empfindlich darauf reagieren, wenn Sie die ersten Töpfe schon draußen stehen, vielleicht auf der Terrasse oder im Garten. Schauen wir uns die Situation in Hessen an. Es gab ja jetzt dann noch den einen oder anderen Schauer. Das wird in sich zusammenfallen, das wird ruhiger werden, es wird trocken werden. Der Nachthimmel ist erstmal klar. Deswegen wird es auch so verflixt kalt. Morgen Vormittag ist es noch freundlich. Am Nachmittag werden die Wolken dann allmählich dichter. Aber bis zum Abend sollte es doch weitgehend trocken bleiben. Also ein relativ ruhiger, ein relativ freundlicher Tag. Hier nochmal der morgige Nachmittag. Da sehen wir noch ein bisschen blau. Wie gesagt, im Laufe des Tages wird das wohl immer grauer werden. Und vielleicht können Sie es an den Werten auch schon erkennen, es wird wieder etwas milder. Heute war es ja schon arg frisch und in der Nacht dürfen wir auch noch mal ordentlich frieren, plus 3 bis minus 4 Grad, also Werte um den Gefrierpunkt und zwar praktisch überall in Hessen, muss man mit Nachtfrost, mit Bodenfrost genauer gesagt rechnen. Dafür im Laufe des Tages wieder Wärme, die Sonne kann ein bisschen einheizen, die 18 Grad in Südhessen sind dann doch mal ein Wort, also da geht wieder ein bisschen mehr als das, was wir heute erreicht haben. Der Wettereinfluss ist super. Wenn Medizinmeteorologen von allgemeinem Wohlbefinden reden, dann gibt es nun wahrlich nichts zu klagen. Außer sie sind Pollenallergiker, die Birke, da reagieren ja die meisten Pollenallergiker drauf. Sie fliegt mäßig, das heißt Schnupfennasen sind weiterhin drin. Temperaturniveau am Donnerstag und Freitag praktisch unverändert. Da kann es den ein oder anderen Schauer geben. Am Samstag sollte es doch weitgehend trocken bleiben. Und es wird auch mal ein Hauch wärmer. Ob das dann Bestand hat bis in die nächste Woche hinein, da steht noch ein ganz dickes Fragezeichen dahinter. Aber wenn Sie mehr wissen möchten, wetteronline.de. Jetzt gibt es natürlich erstmal das Aktuelle vom Tage aus der Hessenschau. Schönen Abend. Tschüss.